Igor, es ist wunderbar, bei dir zu sein, hier in Berlin in deiner wunderbaren Wohnung. Da spürt man schon den großen Künstler natürlich, wenn man hereinkommt und fragt sich, welches Werk hat er gerade geübt, geprobt. Ich erinnere mich aber sehr gut, 2016 waren wir im Hotel Waldorf Astoria und haben unseren Plan besiegelt, alle Beethoven-Sonaten mit dir in Luzern zu machen, Genau. zum Beethoven-Jahr hin und natürlich noch auch 21. Da kam dann ja einiges dazwischen, wie wir wissen. Aber das war so ein erster großer, wirklich Handschlag, den wir gemacht haben. Ich habe auch noch ein tolles Foto davon und auch sehr schöne Erinnerungen. Und jetzt sind wir so viel weitergekommen. Wir stehen vor der Geburt eines neuen Festivals, das Luzern-Festival veranstalten wird, das aber du kuratierst. Du gibst deinen Geist, du gibst deine Inspiration in dieses Opus hinein. Es ist das Opus 1 Klavierfest Luzern Festival. Und als wir 19 konkreter darüber gesprochen haben und entschieden haben, wir machen das, haben wir gesagt, ja, aber wenn, dann ganz anders. Nun, Igor, wie anders wird's? Erstmal willkommen, lieber Michael, und wie immer, be my guest. Ich erinnere mich sehr genau an das Gespräch über die Beethoven-Sonaten. Es ist einerseits erst 6 Jahre her, andererseits es wirkt wie eine Verabredung in einer alten Welt und über einen Zyklus, der dann in der neuen Welt stattfand. Und jetzt in dieser neuen Welt, in dieser neuen Zeit, sprechen wir über ein neues Projekt. Und kurz gesagt, der Geist dahinter ist einer, den ich gelernt habe für mich und erfahren habe für mich über die letzten 3 Jahre. Nämlich so unterschwellig wie möglich, so intim wie möglich, so ehrlich wie möglich und so direkt wie möglich zum Publikum. Es ist mir eben wichtig, wenn wir über den Geist sprechen, alle Kolleginnen und Kollegen, die kommen werden, verbindet genau das. Ihnen ist der Ort wichtig, ihnen sind die Menschen wichtig, ihnen ist das Publikum wichtig. Sie committen sich. Und dadurch entsteht Glaubwürdigkeit. Ich glaube, das ist in dieser neuen Welt, in dieser neuen Zeit noch wichtiger, als es eh immer schon war. Denn wir müssen um jede und um jeden, die zu uns kommen, werben. Wir müssen sie einladen. Wir können nicht davon ausgehen, dass sie einfach kommen. Zu viel Verunsicherung in der Welt. Und es sind großartige Kolleginnen und Kollegen. Und insofern, das ist so der Geist, das Miteinander und das gegenseitige Vertrauen und das langfristige Aufbauen von Vertrauen. Das ist ja auch der Wunsch eines jeden Intendanten, dass er letztlich so ein Festival machen kann, wo er sagt, da die Künstler kommen, spielen irgendwann und es passiert und die Leute kommen. Ich versuche sozusagen das Kabel zum Publikum immer gespannt und immer kurz zu halten. Ich werbe tagtäglich um Vertrauen. Tagtäglich. Ich erinnere tagtäglich daran, wie großartig das ist, was wir hier machen dürfen. Das ist nachhaltig für mich. Wir alle haben unsere eigenen Wege und müssen dabei trotzdem seriös bleiben und an uns arbeiten. Das ist mein Weg. Und das versuche ich zu übertragen. Was im Übrigen zur Folge haben wird, dass das Klavierfestival 2023 mit dem Pianofestival 2024 nichts zu tun haben wird. Es wird eine komplett andere Geschichte. Da bin ich ja mal gespannt. Ja, aber es ist jetzt von meiner Seite glaubwürdig zu sagen, das sind die Kolleginnen, mit denen ich gerne in Luzern gemeinsam dem Publikum begegnen möchte. Ich weiß nicht, wo ich Mitte 2023 mit dem Kopf sein werde, aber dieses eine Versprechen kann ich geben. Ich werde immer grundehrlich sein und das jeden Tag aufs Neue kommunizieren. Das ist der Geist und zu dem lade ich ein. Gehen wir mal ein bisschen ins Ja. 23 hinein. Und du hast ja einige sehr spannende Künstlerinnen eingeladen. Alexei Volodin startet mit dir in einem Duokonzert. Dann Anna Winitskaya, die großartige Pianistin. Und dann auch Jazz, Fred Hirsch, der für uns sozusagen drei Uraufführungen über 3 Jahre hinweg komponiert. Und dann Johanna Sommers, die du kürzlich kennengelernt hast, auch. Fangen wir bei Alexei an.
Ich habe Alexei Wolodin 2003 kennengelernt. Ich war 16 und habe, oder was sogar noch früher, 2002, sowas, 15 oder 16. Da gab es mal in Dortmund ein Festival. Und da haben sehr viele junge Pianisten gespielt und Pianistinnen und Ältere. Und dort lernte ich Aljoscha kennen. Als kleiner Knopf, der gerade so frisch anfing, Klavier zu spielen. Und ich habe zu ihm heraufgeschaut. Der war so großartig. Der hat so ein tolles Konzert damals gespielt. Ich habe das gehört und er war unglaublich nett zu mir. Ich war klein. Er hat mich unglaublich zuvorkommend behandelt. Er war sehr, sehr kollegial. Er war sehr respektvoll. Er war wahnsinnig nett. Dann habe ich ihn ewig nicht gesehen. Und dann habe ich ihn in Spanien gesehen. Er lebt in Spanien. Ich habe da gespielt. Und da haben wir uns getroffen und haben uns unglaublich gut verstanden. Er hat eine wahnsinnig warmherzige, offene Art. Er ist ein kolossal großartiger Pianist. Er hat eine Gestaltungsmacht und eine Farbenmacht und also wirklich eine Überlegenheit beim Spielen, die ist wahnsinnig toll. Nicht war allein seine Hände zu beobachten, mit was für einer Souveränität er mit dem Instrument umgeht, mit einer Noblesse und ganz, ganz, ganz außergewöhnlich. Es ist das erste Mal, dass wir etwas miteinander spielen werden. Und es war mir von Anfang an klar, ich möchte ihn gerne fragen, ob er kommt. Er ist einfach ein großartiger Musiker und ein ganz, ganz, ganz außergewöhnlich toller Mensch. Anna Winitskaya ist eine kolossal tolle Pianistin. Ich kann im Grunde dasselbe sagen wie über Alexei, über Anna. Ich habe Anna jedoch noch nie live gehört. Videos, unzählig, Aufnahmen. Wir haben mehrmals telefoniert. Ich habe engste Freunde, denen ich mit allem, was ich habe, vertraue, die nach Konzerten, die Anna gespielt hat, rausgingen und sagten, so, also ich im Guten, ja, ich kapituliere. Das ist einfach, ich weiß nicht, was da gerade passiert ist. Eine unglaublich tolle Künstlerin. Wiederum ein wunderbarer Mensch. Die macht sich Gedanken, die bleibt, die setzen tiefen Stempel. Der ist das nicht egal. Johanna habe ich kennengelernt über einen gemeinsamen Freund, über den Komponisten und einfach Musiker Malakow Kowalski. Und Kowalski rief mich eines Tages an und sagte, da gibt es eine Jazzpianistin, die ist der Hammer, du musst die hören. Und dann habe ich mir eine Aufnahme von ihr angehört, wo sie Werke der Klassik, nämlich Robert Schumann, quasi frei gedacht hat am Klavier. Sie hat das Werk genommen und es dann als Jazzpianistin frei gedacht, frei wachsen lassen. Das ist so be bemerkenswert, das ist so frei, das ist so souverän und so voller Geist. Und dann habe ich sie zufällig in Köln getroffen, wo sie beim Geburtstag eines gemeinsamen Freundes zu Hause als Geburtstagsständchen am Klavier gespielt hat. Und ich saß da einfach nur, ehrlich gesagt, ein bisschen neidisch sabbernd am Klavier und dachte, ey, das will ich aber auch können. Ja, also das war wirklich berührend. Und hat sie dir eine Stunde gegeben, oder? Nein, hat sie nicht, aber sie konnte auch, und das kenne ich, kann damit auch nicht so gut umgehen. Ich glaube, sie konnte nicht so gut mit dem Lob umgehen, aber sie ist ganz, ganz, ganz wunderbar. Und was erwartest du, wird sie machen in Luzern? Das weiß ich eben nicht. Hat sie noch nicht verraten. Nein, aber mir nicht. Uns auch nicht. So, wir kommen wieder zum Beginn des Gesprächs. Ich werbe um Vertrauen. Weil ich gehe genauso wie Sie, genauso wie ihr, die das jetzt gerade hört und irgendwann das Programm lesen werdet. Ich gehe genauso wie ihr alle in dieses Konzert, nicht wissend, was mich erwartet. Da gibt es also keine langen Da Vorbesprechungen. gibt es Jetzt auch müssen wir keine mal. Privilegien meinerseits gegenüber euch allen. Nur ich vertraue ihr und ich bin neugierig. Und sie ist großartig.
und sie steht am Anfang. Und das Zweitbeste an ihr, würde ich sagen, ist das, was sie schon hat. Aber das Allerbeste an ihr ist das, was sie noch haben wird. Und da am Anfang dabei zu sein, ist, glaube ich, auch eine zentrale Chance für dich als, das weißt du, das machst du seit wie vielen Jahren schon, Jahrzehnten, als Festivalmacher, aber auch als Publikum, weil wir irgendwann, nochmal, ich bin jetzt genauso Publikum wie Sie alle, weil wir, glaube ich, irgendwann zurückdenken werden, wenn die Welt nicht komplett auseinanderfliegt, und sagen werden, ach, das ist die, und ich habe schon vor 10 Jahren, habe ich sie gehört. Ich weiß das noch. Das ist so identifikationsstiftend und so verbindend, das ist unglaublich wertvoll. Ich glaube auch, geht dir ja genauso. Ja, als absolut. Programmmacher. Ja. Fred Hurst verbindet uns, wir sind beide mit ihm verbunden. Ich in meiner früheren Zeit in Davos hatte ich ihn 2, 3 Jahre mal eingeladen. Wir hatten damals in Davos, beim Davos-Festival viel Jazz gemacht auch. Und ich hatte so eine ganze Riege aus New York, die gekommen ist, Schlagzeuger. Und dann kam er auch mal dazu und war dabei und hat gespielt. Und ich bin jetzt wahnsinnig gespannt auf diese neue Begegnung. Und du, für dich ist er ja doch ein ganz wichtiger musikalischer und, glaube ich, auch menschlicher Partner, Freund. Ja, also ich muss das einmal erzählen, weil, glaube ich, über diese Geschichte noch deutlicher wird, was für mich der Geist dieses Piano-Festivals sein wird. Warum ich so ständig penetrant von Vertrauen und Verbindung und Identifikation spreche. Ich glaube, es war 2018. Aber nagelt mich nicht fest. War ich in New York, in deiner alten Heimat, und habe dort ein Konzert gespielt, und ein guter Bekannter von mir, Jazzpianist, und ich, wir wollten uns treffen, ein paar Drinks nehmen. Und dann hat er mir eine Nachricht geschrieben und gefragt, ob ich mit ihm spontan mitkommen möchte ins Village Vanguard, in den legendären Jazzclub in der West Village. Da spielt nämlich Fred Hirsch mit seinem Trio. Und dann bin ich dahin und dann sind wir an der Schlange gestanden, gehen rein. Und der Club war noch fast leer. Und wir gehen also nach unten und dann sitzt an der Bar ein schmächtiger Mann und trinkt Cola. Das wird so 40 Minuten vor Auftritt gewesen sein. Und ich schaue genau hin und ich kenne ihn nicht, und unser gemeinsamer Bekannter stellt mich vor. Das ist Fred Hirsch, das ist Igor Levit. Mein erster Gedanke war, ich beneide diesen Mann von hier bis zum Mond. Weil in meiner Welt, mit unseren Ritualen, wäre es unvorstellbar, dass ich 40 Minuten vor Auftritt im Raum des Geschehens sitze, schaue, was mit dem Raum passiert, und wenn es dann soweit ist, gehe ich zum Klavier und spiele. Ein absoluter Traum. Und dann haben wir uns sehr nett unterhalten. Und irgendwann sind mein Bekannter und ich dann zum Tisch gegangen, haben uns hingesetzt, haben uns einen Drink bestellt und haben auf den ersten, also den Gig gewartet. Fred kam raus mit seinen 2 Kollegen. Sie haben angefangen, Trio zu spielen, sehr viel Monk. Nun ist Thelonious Monk eine sehr, sehr wichtige Figur in meinem Leben. Also sehr viel Monk, einige Eigenkompositionen. Und es war erstaunlich. Es war großartig. Nun war das Konzert zu Ende und Fred spielte eine Zugabe. Und er spielt Zugaben immer solo. Und was ich nicht wusste, er spielt immer die gleiche Zugabe. Seit Jahren schon. Er spielt nämlich immer Billy Joel's And So It Goes. Also, ihr werdet die Melodie. So. Ich kannte den Song natürlich. Und dann sitzt dieser Mann da und spielt dieses Lied. Kann manuell jeder 12-Jährige spielen. Und ich habe schon viele Pianistinnen und Pianisten gehört in meinem Leben. Sowohl in Aufnahmen als auch in Konzerten. Ich weiß, wie ich spiele. Ich habe diese Art Klavierspielen noch nie gehört in meinem Leben.
Ich habe noch nie erlebt, wie ein Musiker so vereint war mit dem Instrument. Ich habe noch nie erlebt, wie jemand Töne nicht aus dem Instrument herausholte, sondern in das Instrument reinatmete. Ich habe noch nie erlebt, wie jemand so phrasiert. Ich habe noch nie erlebt, wie jemand so klingt. Und ich habe noch nie erlebt, dass ich nach ungefähr Takt 6 einfach schluchzend, weinend da saß und dachte, ich bin wirklich kein religiöser, gläubiger Mensch, aber dann dachte ich irgendwie, okay, für die Art Geschenk bin ich froh, auf dieser Erde wandeln zu dürfen. Mit anderen Worten, ich war vollkommen fertig mit den Nerven. Wenn ich das jetzt rekapituliere, muss ich sagen, musikalisch gab es einen davor und einen danach. Und er wurde für mich zu einem sehr, sehr, sehr wichtigen Freund. Er wurde für mich auf eine Art zu einem Lehrer. Das würde er wahrscheinlich nie so sehen. Er wurde zu einem Kollegen. Und er wurde vor allen Dingen zu einem Idol. Ich habe mein Klavierspiel intuitiv wirklich von links nach rechts gedreht, nachdem ich das gehört habe. Mein eigenes Arbeiten hat sich komplett gedreht nach dieser Erfahrung. Dieses Ausatmen hat mich vollkommen fertig gemacht, weil ich mein Spiel immer so begriffen hatte als diese Geste. Aber doch nicht als diese Geste. Fred ist ein Geschenk. Fred ist einer in meinen Augen der ganz, ganz großen, vollkommen genreübergreifend, einer der ganz, ganz bedeutenden großen Musiker unserer Zeit. Und jeder Ort, an den er kommt, glaube ich, erfährt ein Geschenk. Er ist vom Leben gezeichnet, aber er ist voller Leben. Und dass er kommt, dass er selbst spielen wird und dass er uns, Ihnen, mir ein Werk schenkt, für Klaviersolo, das ich dann 3 Jahre lang uraufführen werde in Luzern, nämlich eine Sammlung von Liedern ohne Worte, ist einfach ein großes Geschenk in meinem Leben. Ja, da sind wir unglaublich gespannt natürlich auch. Ich freue mich sehr auf die Wiederbegegnung mit ihm und ich glaube ja sehr stark, dass Jazz und Klassik zueinander gehören. Man muss es nicht erzwingen, aber es kann wirklich sehr gut ineinander übergehen. Und ich denke mir auch immer wieder, dass die großen Mauern, die wir bauen um unsere klassischen Werke, doch auch immer mal wieder durchbrochen werden sollten. Das ändert ja nichts an der Integrität dieser Werke. Die dürfen auch durchaus mal hinterfragt werden. Sie müssen. Aber ich denke, wir öffnen jetzt hier ein Tor in Luzern und das ist mit dir, mit dem Klavierfest im nächsten Mai, vom 18. bis 21. Mai. Und das ist ein toller Moment, dieses Tor zu öffnen. Ja. Und was genau dabei rauskommt, das wissen wir. Das werden wir sehen, aber das wissen Sie vor keinem Konzert. Wir legen schon mal einen faszinierenden Teppich. Genau. Dafür danken wir dir auch von ganzem Herzen und wir können es kaum erwarten. Ich auch. Danke dir vielmals. Danke, lieber Michael.